Moin Moin, Automatelord hier und heute zeige ich dir, wie du eine eigene 404-Seite erstellst, um den Traffic abzufangen, der versucht, auf Seiten zuzugreifen, die auf deiner Domain nicht existieren. Also bleib dran. Okay, also hier haben wir so eine klassische 404-Seite, ne, wo einfach nur steht, the requested URL was not found on the server. Und das ist natürlich nicht, was ein Besucher auf deiner Domain sehen soll, ne, weil das liegt jetzt einfach daran, automatelord.com/goa gibt's nicht, ne, wenn ich nochmal neu lade. Taucht halt diese Seite auf und wenn du jetzt als Besucher auf so eine Seite kommst, kriegst du gleich den Frust und bist dann auch wieder weg, ne? So. Und was du halt machen kannst, ist, du baust eine eigene Landingpage, die halt den gesamten Traffic, der auf nicht vorhandene Seiten kommt, abfängt und damit für dich nützlich macht. So, und das kann zum Beispiel so aussehen, dass du einfach eine Seite hast, wo du sagst, ne, ups, konnten die Seite nicht finden. Und ein Formular zur Verfügung stellst, wo du dann auch gleich die Kontaktdaten einsammeln kannst. Oder aber, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung anbietest, kann das auch eine Landingpage einfach sein, die überhaupt nicht darauf hinweist, dass irgendeine Seite nicht gefunden wurde, sondern du sagst einfach gleich, okay, hier ist mein Produkt, hier ist mein Call to Action und hier kannst du konvertieren. Das heißt, unter Umständen, jemand, der ansonsten einfach nur diese Seite hier gesehen hätte, wird dann halt gleich zu einem Kunden, ne? Du kannst dann auch eine Bewertungssection noch mit einfügen und halt alles tun, damit die Leute neugierig werden und dann vielleicht über eine Seite, die gar nicht existiert, doch noch konvertieren. Na, außerdem kannst du halt dein Logo und so einbringen. Das kann schon was ausmachen. Und Leute versuchen immer mal auf eine Seite, auf einer Domain zuzugreifen, die nicht existiert. Na, das kann durch irgendwelche alten Links, die du irgendwo mal geteilt hast, passieren. Das kann durch einen Tippfehler in einer Werbekampagne passieren. Und dann ist es einfach schön, wenn die Leute nicht das hier sehen, ne? Sondern irgendwas, was mit deiner Marke oder deinen Produkten zu tun hat. Okay, und das einzurichten ist total einfach. Also wenn du deine Seite erstellt hast, dann gehst du erstmal zurück in die Übersicht und änderst einfach die URL zu deiner Domain und dann /404. Klickst auf OK. Dann publish du sie. Und das war's jetzt auch schon. Wenn wir jetzt hier wieder ins Browserfenster gehen und nochmal neu laden, siehst du, bekommen wir unsere Landingpage und können hier auch das Formular ausfüllen und unsere Daten da lassen. Und so hast du dann unter Umständen Kunden gewonnen. Und du siehst, ne, ich habe es hier als automatelord.com 404, ne, und bin hier gegangen auf automatelord.com/goa. Ne, kannst du auch /MPU machen, ne, kommst auf die gleiche Seite. Also alles, was nicht existiert, führt jetzt immer auf diese Seite. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, abonnier den Kanal und über Fragen und Feedback unten in den Kommentaren freuen wir uns auf jeden Fall immer. Bis zum nächsten Mal.